Hallo Gamer-Freunde und Ladies, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Tell Me Why zur neuen erschienenen Episode 2. Und ja, wir fangen jetzt an, machen jetzt weiter mit dem Ziel, repariere den Sicherungskasten in der Garage. Hier haben wir beim letzten Mal aufgehört. Hey Mendel, schönes Reinschaus, pünktlich, sehr, sehr schön. Na, wie war das Abendbrot? Weiter geht's. Schön, dass du da bist. Genau, hier mit der wunderbaren Allison haben wir gestoppt. Moment, ich habe keinen Ton. So. Gut, dann begeben wir uns mal da auf den Weg hin und schauen mal, was so geht. Haben wir eigentlich ein bisschen. Oh ja. Nähspuren, sehr gut. So. How's school? I graduated already. Outdoor studies. Oh, outdoor studies, huh? Well, it's a good thing I came along when I did. You know, I built this here barn for your mama. You really helped her out, huh? Oh, you know, just a few chores here and there. I was glad to help. Your mother, she... No. I can never bring myself to leave her high and dry. Anyways, let me find that darn key. Das ist doch unsere Schlüssel. Wait, Sam. You have more of our keys? Yeah. The one for the barn's called a railroad key. See, it's got this special tip that you can... Fascinating. I'll take that off your hands now. Well, I figured I might still need to do some maintenance, so... Nope. We're good. Thank you. Fair warning. Door's a bit temperamental. Haven't you been taking care of this place? You didn't oil the doors? What? You think I just hang out here all day or something? Here, son, give me a try. Good. Okay, when you twist it as far as you can to the left, give it a nice little jerk. Abgerissen. Damn it. Oh, shit. Ich bin an meiner Xbox online. Ach so, alles klar, okay. Sehr schön. Die Box ist live. Well, at least the door is open now. Yeah. That's easy enough to fix. Now, that fuse box. Oh, no. You and you are going to clean up your mess. I'll take care of the fuse box. But I didn't do it. I'm not asking. Go on. Okay. Hier können wir das reparieren. Schauen wir uns aber erstmal um, was wir so sehen. Hier sind noch Geschichten aus der Fantasiewelt der beiden. Aber Wende, du kannst ja auch gerne mal Spellbreak mal anschauen, wenn das was für dich ist. Ich hatte es ja schon mal im Livestream angetestet. Oh, die Reißverschlüsse reflektieren sogar. Cool. Okay. Alright. Fuses go into plugs. Should be easy enough. Wie viel brauchen wir überhaupt? Let's try this one. So.
Marianne, ich habe mich um deine Elektrik gekümmert. Ich muss los, aber falls du es dir ansehen magst, pass auf, dass du die Schaltkreise nicht überlastest. Benutze 15 Ampere Sicherung für die Garage, für das Haus Sicherung bis insgesamt 120 Ampere. Sam, PS, bin ziemlich stolz, weil ich ausnahmsweise auf die richtige Farbkodierung geachtet habe. Jede Sicherung sollte ein Kabel in der richtigen Farbe haben. Ach, und das ist jetzt wieder rot. Ach so. Hey, Egris, willkommen. Zu einem zweiten Teil. Oh, ich lese es. Danke für die Bewirtung, aber Pflanze hat, die ist wahrscheinlich, ist schon eingeschlafen. Sehr unglaublich. Schön, dass du da bist. Na? Hat es dir gemundet? Also, ich habe hier ein bisschen Schokö da. Lass mal kurz gucken hier. 30. Wait, that's not right. You sure you don't need a hand? Hey, I'm moving at my own pace. I need to know the stuff. All right. Women. Er hat gesagt Maxima, oder? Did you read the note next to the box? Also maximal können wir das nur nehmen, ne? Das trotzdem dann? I guess I should try a higher amp fuse. Careful, you don't put a low amp in Aber high amp plus. Soll er eigentlich drunter liegen, oder? Ach so, Moment. Das muss ja doch mit Gelb sein. Warte mal, das muss ich mal rausnehmen. Was war das? Ein 20er, ne? Ach so, ja, warte mal. So. Das ist 30. Ja, weil dort ist ja nochmal eine andere Farbe. Und hier will. Nee, Moment mal, das muss aber. Also wenn ich jetzt mal nur nach der Farbe gehe. Das müsste dann blau sein. Na, Moment, ich brauche doch gelb. Gelb ist das. Okay. So. Das soll wohl blau sein, es gibt kein Grau. Also, ach, 15, nein, nein, nein. War sehr lecker, ja? Ah, sehr schön. Licht zum Mautzelt und die Kraut, sehr schön. Die Kabelfarbe im Kasten, was mit den Sicherungen zu tun? Ja, mit den Linien. Ja, das muss schon passen, ja. Sie vielleicht mal wieder Titan verspielen, aber der erste Teil. Ich habe den ersten habe ich gar nicht mehr drauf.
Der zweite ist mir dann doch viel lieber. Dann ist es nämlich an Einfachheit nicht zu übertreffen. Ja, das ist mir zu einfach. Blau ist 15. Sollte passen, oder? Ah, sag ich doch. Oh, die Waffe. You damn fool. Everything okay? You two look like you got this all in hand, so, that about? Na, habe ich das schneller gesehen als du? Ach ja. So. Oha. Hey there, little buddy. Are you cooing at a spider? It had better be a tiny one. Don't listen to the mean lady. You're an eight-legged beauty. Wo ist die Spinne? Zeig sie mir. Put together the sweetest toolbox. What are we gonna do with this wreck? Take it apart and sell the scrap? Be my guest, but it sure looks like a pile of junk to me. Where you see junk, I see dollars. Wo ist sie denn? Sehe sie nicht. Was hier drin? Ja, oh mein. Da? Allison, do you know who this is? Na, das ist keine Spinne, oder? Oder? Soll das eine sein? Ja, wir nehmen einfach mal an, dass es eine ist. Ja, Spinne? Wo? Ja. Man kann das nicht richtig sehen. Hey, check this out. Huh, look at this. I think this is where she made all her toys. Ja, genau, die ganzen lustigen Figuren. Toilet paper tubes, rope, cardboard. I wonder what she planned. Okay, was haben wir hier noch? Maybe a car. She was so crafty. And she could draw and write and take pictures. She could have been an artist instead of just locking herself up out here. Come see what I found. Okay. Was denn? What did you find? Do you know who that is? Yeah. That's Carol, Eddie's mom. I've seen other pictures of her, but never this one.
Man, look at Brown. And Marianne. She looks really happy. Can I? Careful, the glass is broken. Oh. Are you okay? It stings. Let's go see Mom. But she'll get mad. We weren't even supposed to be here. Ah, Allison, konntest du nicht aufpassen? Allison, come here. Wie wenn man sagte, fass es nicht an, es ist heiß, wird angefasst. Over here. Der Frosch. Hier, Ginyu. Ginyu in Holz. Am Pfeifen. I feel something strong. It's making my teeth tingle. Der Erinnerung folgen. Oh. Ja, die zwei Sterne, die man sieht, folge den Verbindungen. Hier oben sieht man es nochmal. Der gerahmte und der ausgemalte. Das ist einmal Allison und einmal Tyler. Ist doch immer so. Ich folge der Erinnerung. Wir folgen den Geister der Vergangenheit. I don't want to. She said not to disturb her and Eddie. Where are you going? Things were different when she was around. We were family, Eddie. How could you do this to me? Shh. Huh? Look. I had to make that call. What were they talking about? I can't figure out what's going on. I don't know, but I remember that whatever Eddie had to do, whatever that call was about, it was tearing him up. Tearing him up? He was being a total cop, and Marianne got pissed and threw him out. Here, I'm gonna show you what I remember. There, by the house. Wahrscheinlich wegen dem, dass er angerufen hat, dass der weg muss. Okay, jetzt sehen wir mal seine Variante. Bisschen näher rangehen. Oh, das ist voll schön hier. I had to make that call. I was just following the law. Oh yeah. And this little visit right here. What would the law say about this, huh? Look, I didn't have to come out here, but I did. You're a goddamn hypocrite. Get out of here. Marianne. I said get out. Out. What? She didn't throw the picture at him. You sure about that? He was being a complete dick. How can you be sure? We were eavesdropping. We could barely see a thing. What do you think happened then? Okay. Aber wenn die so nebeneinander waren, ist schon interessant, wie sich das so verschiebt. Look. I had to make that call. I was following procedure. What I'm legally required to do. Then why are you here? Pretty sure this isn't procedure. I wanted you to hear it from me. Marianne, I'm sorry. Please just go. Okay, ihre Version ist viel netter. How do we keep remembering the same thing so differently? It was a long time ago, and well, memory is a tricky thing. Wait, when did that happen? I'm not sure. I think it was the exact same day she attacked you. That's what I thought. Uncle Eddie said he hadn't seen Marianne for weeks. Yeah, that was bullshit. And what was all that about following the law? What was he doing here exactly? Gute Frage. Hä? Was ist los? Hallo? Okay, Moment mal kurz.
Gut, okay. Ja. Gründe. He must have had his reasons for not telling us. Look, I know he took care of you, but that doesn't make him incapable of lying. I can't see him being that cold with Marianne, even if he was being a cop. I mean, I can, but who knows? I guess memory's a tricky thing, huh? Ja, total. Oh. Jetzt können wir wieder mal wählen. Teil des Erinnerung wählen. Get out of here. Sie war traurig. Get out. Ich nehme jetzt mal seine. Beim letzten Mal hatte ich mich ja anders entschieden. Der hat das irgendwie gemacht und wahrscheinlich wegen dem Anruf. Und dann ist er eben wütend geworden. Ich glaube, das passt auch ein bisschen besser. Das wird wohl der Stream der Erinnerung, ja. Bis jetzt, ja. Ich nehme Tylers. Sie hat ja auch hier gesagt, sie hat das Bild gar nicht geworfen. So, we agree. Ja. Brown came out here and bullied Marianne the same day she attacked us. And then lied about it. Now what? To go and get a straight answer from him. Right now? Yes. I'll go get my car keys. But what will these mountains of trash do without us? Fuck the trash. Man, I can't believe Brown lied. I mean, I may not be the guy's biggest fan, but he's always talking about the truth and the law and shit. Do you have to be so happy about it? What? I know you've been waiting for something like this. Something that proves Eddie's an asshole. But gloating about it is really not cool. It's Tina. Ja. Beende das Telefonat mit Tina. Ich hab's noch gar nicht angenommen. Aber sag mal, Tweedy, wann willst du denn das mit dem Cake-Support in den Titel einbauen? Das mache ich in dem Horrorfinale. Bei Made of Scare. Ja. Werde ich mir irgendeinen Titel mit Cakes Support ausdenken. Das Summen ein, das war ja was. Ja, ich dachte, ein bisschen musikalische Untermalung, während ich Schokolade esse. I gotta take this. Yeah, just a sec. I'm parking the car. Sehr verantwortungsbewusst. Allison. VBE 796. Guess I'll just go stretch my legs then. No, just give me a sec. Man. Den Vorschlag hast du ja schon als Screenshot Discord okay, ja, von dir. What's going mal nachgucken. Hi, hon. I've got someone who is super interested in seeing the house. Oh, that's amazing. When? They're just in the area for a couple of days. So they'd like to come by day after tomorrow. Oh, I'm not sure it'll be ready. Hun, this guy is very motivated. But I know he's looking at other properties. And it's not like you've had people breaking down the door. I appreciate that, but we've kind of got a lot going on over here. Did I mention it would be an all-cash offer? Nichts überstürzen mit Verstand. It's not the right time. Haha, wieder ein Synchro. I'm sorry, but it'll be a total mess.
I don't want to waste anyone's time. Okay, well, you tell me when you're ready. Huh, well, I think I just made Tina's shit list. Do you? Ja, wir befinden uns hier in der kalten Einöde. Ja, die Farbe passt nicht ganz zur Mütze, aber das ist ein Orange. Tada, wir gehen hier durch. Sie hat keine Handschuhe an. Keine Handschuhe. Hier ist etwas. Oh, hallo. I'd love to be able to make something like this. Ein Bau. Im kalten irgendwo, im nirgendwo, genau. Ah, ich liebe sowas, das ist so richtig gut. Ich runterrutschen. Ach, da oben sitzt er schon. Ach, hier darf ich gar nicht lang, okay. Da ist noch ein Füchs. The artist really nailed this one. Dorian Key. Kinda rings a bell. Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Moment mal, sind da noch welche? Ich kann gar nicht rennen. Schade. Aber wir müssen ja auch nicht rennen bei so einem Spiel. Wir können das ja. Ganz in Ruhe. Whose votes are you looking to win out here, Tom? The Bears? Mir auch nicht, ja. Kann mich gar nicht erinnern, dass wir das irgendwie schon mal gehört haben. Bürgermeisterkandidat Tom Fechi. Für Sie. Hilfreicher Nachbar, erfolgreicher Geschäftsführer, fürsorglicher Familienvater. Aha. Dee and I did that trail a couple years ago. We drank ice cold beers when we reached the summit. Ein eiskaltes Bier. Oben am Gipfel. Ja. Yeah. Weil es dort überhaupt nicht kalt ist. Aha. Black Creek Trail, tägliche Shuttles von Dallas Crossing zum Beginn des Wanderwegs. Abfahrt 8 Uhr am Community Theater. Juni, September. Ja, das ist nicht schlecht. Ach, die Mütze. Also ich muss sagen, ich finde die Mütze echt super. Sieht so echt aus. Das ist bestimmt eine echte Mütze im Spiel. Achtung! Während der Lachswanderung kommt es häufig zu Bärensichtungen Mai bis Oktober. An allen Flüssen, nördlichen Wanderwegen, Aussichtspunkten und Gletscherstraßen ist extreme Vorsicht geboten. Im Herbst begeben sich die Bären auf höheres Gelände, um dort Bären zu fressen und sich auf den Winter vorzubereiten. Um gemütlich in ihrem Schlafsack zu schlafen. Bären nicht füttern. Jegliche Lebensmittel müssen sicher verstaut sein. Wachsam bleiben, halten Sie nach Fisch- oder Wildkadavern sowie Aasfressern Ausschau. Machen Sie beim Wandern Lärm. Bären mögen keine Überraschungen. Nie alleine wandern. Auf Wanderung immer Pfefferspray mitführen. Im Falle einer Begegnung mit einem Bären nicht weglaufen. Bleiben Sie stehen. Schwenken Sie die Arme auf und ab und reden Sie laut. Klettern Sie nicht auf Bäume oder Masten. Bären können sehr gut klettern, ja. Im Falle eines Angriffs wehren Sie sich entschieden. Ach du Scheiße, also. Wer dich angreift, ist tot. Aber Arme Fucht hin und her schwenken. Ja gut, für die Größe, aber. Dann stellt er sich selber auf und macht. Dann kommt er runter und rennt auf dich zu.
Und wenn das passiert, bleibst du niemals, egal wie gut du trainiert bist, cool stehen und sagst, oh, ja, natürlich bleib stehen. Dein Instinkt sagt, Junge, hau ab. Oder spring im rechten Moment oder sowas. Aber doch nicht mehr klar. Der Bär kommt dann auf dich zugerannt, schnaufend, und denkt sich so, wow, ich muss stoppen. Respekt, der Mensch bleibt stehen. Na gut, ich gehe weiter. Also, krass. Naja, der Instinkt ist sofort da, sieht man ja schon bei den kleinen Jaguaren. Sobald die da sind, ist der Instinkt. Das ist aber niedlich. Ja. Noch. Und dann war's das mit dir. Das ist ja bei uns Menschen nicht. Das ist alles so. Ja. Looks like you found a nice spot. Ist alles ganz weich. We've been here before, right? I feel like I've been here before. Ja, aber manche handeln natürlich immer ohne Verstand. Wo ist sie hier? Warte mal, ist da hinten noch eine? Hm. So, warte mal. Aha, da unten. Da ist Straße. Okay, war ziemlich verwolkt. Okay, was gibt's? So, Tina? Tina West, ach, our realtor? Die Maklerin. Oh, that Tina. What'd she need? She had someone who wanted to see the house, but he could only come by day after tomorrow. And you told her no? Yeah. We need more time than that to get things cleaned up and, you know. Thanks. But what if it's the only call we get? And I guess we just grow old and lose our minds in that fucking house. Sounds like a plan. So, before Tina called, we were talking? Yeah. I'm not happy your foster father fucked up. Oh yeah? Because you sure sounded like it. He hid information about Marianne. I know! You just don't have to rub it in. I get it. You're always gonna side with him over me. Come on, that's not fair. Then why do you keep doing it? This town, these people, they're just memories to you. But it's my home, Tyler. My friends, my family. And as much as I want answers, I'd rather not lay waste to my entire life to get them. I didn't come here to ruin your life, Allison. I just want some answers. I know. That's why we're doing all this, right? Yeah. Deswegen tun wir das doch, oder? Oder? Fuck him. Liebe diese Aussicht. Her hometown looks pretty picturesque from here, doesn't it? You're way more attached to this place than you let on. Mhm. It's pretty crazy Tina found someone willing to pay cash for a house out here, huh? Yeah. Who has that kind of money and wants to buy a house in Delos Crossing? Now we'll never know. We'll get another buyer. Hmm. Hopefully. Ist aber ganz cool, das Bild mit denen so drauf. Tausche dich mit Tyler aus, okay. Hm. Oh, jetzt fängt es an zu schneien.
You feeling that, Ty? Yeah. Hey, ich wollte dann die anderen Sachen fragen. Hm, super. Found you! North Star! Okay, now you're the star and I'm the compass. Okay, and don't cheat. I know you were sending me fake hints last time. I did not. Yes, you did. Yeah. Okay, okay, I won't do it again. No. You were always accusing me of cheating. Because you totally did. It was a cool game. Guessing where you were just by feeling what you felt. Ist halt verrückt. Niemand sonst konnte mit uns spielen. Ja. No one else could play it with us. That was the beauty of it. For real? You never wanted any other friends? Nah, not really. I mean, we had each other. That was enough for me. So, not too disappointed I turned down our chance to be billionaires? Nah, all that money would have made me soft. And I've spent way too many years polishing my edgy side. You were right to call me out earlier. I was being a jerk about Eddie. I'm all for enjoying the wins as they come, but maybe not at the expense of my father figure. I'll try my best. Aus wie eine Figur. Ah, guck an. People come here from thousands of miles away to look at that glacier, and we get to see it from our deck. Hey. You should remember that sales pitch for. Ja, genau. Wir können immer den Gletscher sehen. Sind noch ein paar Millionen wert, oder? Coastal fog's taken over the summit. It's a perfect day for a spooky hike in the woods. Maybe it'd be a good way to chill out after we grill Eddie. Ja, könnte sein. Ich frage mich, ob wir da später da runterkommen. Vielleicht in Episode 3. I can't believe the old cannery is still in business. Plenty more fish in the sea. For now. Okay. Ja, genau, ein bisschen. Ah, ein bisschen Bewegung, ja, ist immer gut. Okay. So, was sagt denn... Geh zum Auto zurück, alles klar. Also wir haben hier einen Fuchs, wir haben hier einen Wolf. Aber zwei, ja. Weiß nicht, ob wir noch irgendwo was anderes finden. Aber hier ist zu... Hier, oder? Moment mal. Ne, das sah nur so aus. Können wir hier runter? Na, das markiert. Okay. Dann zurück. Mal kurz auf hier. Hey, look what I found. Was? Ach hier. Hm. Was eingeritztes hier? Ah. Ollie und Allison, hm? Aha! I knew it was still here. I knew we'd been here before. We claimed it as part of the Ronin Kingdom. And it still is. All it needs is a little update. Macht jetzt einen Tee raus. What are you doing? What I wanted to do back then... But I didn't have the guts.
You're right. Way better. Was hat er jetzt gemacht? Ein Tee draus? Ja, ein Tee. Hm. Oh, okay. Aboglyph 8,47%. Alte Graffiti am Baum wurde korrigiert. Ja. Oh, Polizei, okay. So, what's the plan? We go inside and calmly ask Eddie why he was there that day. Oh, ich hoffe, Donut Entertainment macht noch lange, lange solche Spiele. Let's try to let him get his side of the story out. Okay. Nächstes Mal vielleicht ohne Episodenvarianten. Uh-huh. Oh, yeah. I understand, Mr. Barrow. I'll be sure to let him know. Yes, I have it all written down. Have a good day, Mr. Barrow. Morning, Missy. How do you get stuck working reception? Rose called in sick this morning. I'm covering for her while I try to get my paperwork done. What are you doing here? Just checking in with Uncle Eddie. I'm guessing from the identical features that this is Tyler? Tyler, Denise, Denise, Tyler. Hey, Denise. Wilson, could you tell Officer Vincenzi that I'll be... Oh. Good morning, Allison. Hi, Uncle. I'm going to take Dr. Torres's statement. No need for Vincenzi to come back to the station. He doesn't seem like he's in the best of moods. Yeah, I don't know what's going on, but he's been a little off all day. Good luck. Okay. Great. He has an excuse to brush us off. I'm sure he'll make time. Ja, schon. Ich finde, die haben jetzt schon mehr Ähnlichkeit, als wo sie Kinder waren. Hello, middle-aged adult. Everything all right? Your uncle said you two were gonna be knee-deep. Das ist natürlich jetzt prägnanter. Warte mal, hier konnte ich doch irgendwie. This is dispatch. It feels like every time we clear out a drawer. You can turn that car around. Chief's gonna take care of the victim. Was, das geht nicht mehr? Wahrscheinlich nur, weil Allison da war. Ich sprich mit Eddie über die Mordnacht. Oh, okay. Sind ja jetzt mal richtig Leute drin. Das ist ja nett. Pay's not great, but this is Greg's, okay. I bet Brendan's thrilled. Oh yeah. Happy as any teenager who's got to spend extra time with his mom. Well, I'll let you work. No worries. You're not a boss. Estes? Yeah, Olivia, okay. Dr. Torres. You said your daughter was with you during the incident? Yes, she was. I'll need her information. Na? Ich kann. Jetzt geht's, okay. Hey. Der Stuhl, habt ihr es gesehen? Achso, Oh, Allison zu sehen, ja. It's been good to see Allison. She's been talking nonstop about you lately. I know she's happy to have you here. Hey, been meaning to say. Allison showed us that article you wrote for the Juno Daily last year. You were spot on. The state needs to be giving way more money to youth centers. Fireweed was lucky to have you. Ich habe gerne mit Kindern gearbeitet, das war, aber ich muss, ja. Thanks. I spent a lot of time fighting for more outdoor activities. Made some enemies in the administration over that one. But the first time those kids summoned Mount Roberts, man, they were so proud. It felt great. I know exactly what you mean. I volunteer sometimes with the JCE, you know, give lectures about police work, lead group talks when I can. Super, wir sind... Was? Nein, sorry, was? War mit Kohlensäure beschäftigt. Ach so, mit deinem. Ja, okay, alles klar. JCE? You know, Juno Coalition for Equality? Oh. Oh. Super. Wait, really? That's awesome. Yeah, and I don't mean to preach, but the kids in those groups,
Be it Fireweed or the JCE, they need people who really understand them. People who know where they're coming from and will fight for what they need. Anyways, sorry for the rant. Hey, ich will noch weiter chatten. Chief Brown's taking a statement, but you might be able to snag him when he's done. Sorry, Tyler. Duty calls. Ah, okay. Ja, das ist das, was mich immer stört, dass du das nie alles fragen kannst. I was already running behind. Of course. Morning, Chief Brown. Good morning, Tyler. Hey, could we talk to you in private? It's a little urgent. Can you excuse me for a second, Dr. Torres? What's going on, you two? Ich habe verstanden, what's going on, you two. About our mother. Look, now's not the best time. Well, maybe we can come back later then? Excuse me. Come on. Guys, I'm understaffed today. I've got a receptionist out sick, an officer dealing with personal issues. I need to finish taking this woman's statement, and I don't have time to chat right now. We were just hoping for some answers. Well, I don't know what more you think I'm going to say. I already told you everything. I need to get back to this complaint. Sorry, guys. Yeah. Uh-huh. Oh, I hate when he's stubborn like that. So what now? Of course, Miss Torres. Wir können nicht, ja, wir finden es selber raus. Well, he's obviously not going to give us the truth. So I say we go get it ourselves. Where do you think they'd stash her file? I don't know. The archive room? Maybe Eddie's office? Wait, you're not seriously thinking of breaking and entering a police archive? Go big or go home. All right. Incident report states you called yesterday. Okay, dann schauen wir uns jetzt nochmal um, wie das hier mit dem Besatz ist. Officer Vincenzi was dispatched to your home at 6:29 a.m. Dun, dun. But you couldn't stay to give a statement? Okay. Mhm. Das ist auf dem anderen Platz. Hier noch? Oh boy, fire drills. Everybody's favorite way to slack off. Hey, is that your desk? Huh? I didn't think so. Move on. Right. Sorry. Brandschutzübung. Achtung, wir werden in dieser Woche jeden Morgen um 8.30 Uhr Übungen zur Notfallevakuierung durchführen. Bei Start der Übung, erstens entfernen Sie sich sofort von Ihrem Posten und lassen Sie alle persönlichen Gegenstände zurück. Zweitens schließen Sie alle Türen hinter sich, aber verriegeln Sie sie nicht. Drittens bewahren Sie Ruhe, begeben Sie sich zügig zum nächsten Ausgang und verlassen Sie das Gebäude. Viertens begeben Sie sich zum ausgewiesenen Sammlungspunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Hm. Ja, ja. Let's go upstairs, Tyler. Das war der hier, ne? Isabella asked to come with me, so I helped her. Okay. Hm. Hier oben haben die das. Warum ist denn das zu? So, was muss man... Vielleicht gedacht. Gehe nach oben, alles klar. Ist der Raum hier gewesen? Gut, dann gehen wir mal hoch. Hey, what are you two up to over there? Everything all right? Yeah, everything's fine. We're just, I was just telling Tyler where the upstairs bathroom is. Tyler, help me out here. Oh, yeah. Toilet emergency. Lake water. You know, Mother Nature's juice cleanse. There's a bathroom just past the break room. Behind you. First door on your right. Forget it, Tyler. There's no way we're getting upstairs out in the open like this. It's too suspicious. There must be another way up. There was a fire drill notice on Vincenzi's desk. Oh my god, sollen wir wohl die... kind of fire exits? Oh my god. Why didn't I think of that? Lobby. Now. Okay, wir lösen den Alarm aus, damit wir da hochkommen. Es gibt nochmal mächtig Ärger. So I woke her up at 6.
Ich, ja, das habe ich schon im ersten Teil gelesen, ja. Oh, sowas von und dermaßen. Ja. Foyer ist das da hier vorne gleich im Eingang. Was sind die Allison? Allison. Hier ist sie, okay. Ja, ich bin jetzt hier. Du redest nicht. Wieso? Was ist hier los? Achso, das haben wir schon. Ich dachte hier, der Zettel ist neu. Wieso rufst du mich, wenn ich gerade bei dir war? Oh, was ist das wieder? Ja, finde den Weg nach oben, ja, ist schon klar. Ach, hier, ja, okay. Sag doch gleich, dass du hier hinguckst. So, daraus, du bist hier. Okay, wir müssen ja dann irgendwie... Ja. There. Fire exit. It opens up to a staircase on the side of the building, but it'll definitely be locked from the inside. If one of us were to create a diversion, the other could slip upstairs and open the door. And since you're the troublemaker, I nominate you as the one to make a scene. Wait. Really? Got a better idea? Eine bessere Idee, ja, ich habe eine bessere Idee. Also schlechter Lügner. Also ich dachte, er sagt, du machst es jetzt. Na, machen wir nicht wirklich. Not really. No. Right. Let's go. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich drücke immer den falschen Knopf. Someone's climbing the fence. Really? I could pretend they're outside, trying to break in. All right. Gregs, I think someone's trying to climb over the station fence. Must be the Harold kid again. Huh? Yeah, Jackson Harold's kid. He climbs over the fence because he doesn't, and I quote, feel like going around the block. Ah, right. Okay, das hat nicht geklappt. That pile of paperwork. What about it? I could tip it over. Kind of messy, but I mean, sure. Okay. Jesus, Tyler, what happened? Sorry, I wasn't looking where I was going. Just leave that there. Yo, das hat geklappt. Cool. All right. I'm in position. What now? Turn right when you exit the station and follow the side of the building. The staircase will be right there. Okay, erstmal wieder raus. Natürlich. Muss einer rauchen eigentlich? Ich muss los. Ich glaube, rauchen passt hier ganz gut. Yeah, I need a smoke. You
Du solltest damit aufhören. Je älter du wirst, desto schwerer wird es. Yeah, I know. Genau. Bring deine Schwester auch zum Aufhören, ja. Das ist harter Tobak. So. Winterluft. Kühl und rein. So. Do not be sorry. Be better. Frohen Unabhängigkeitstag. Nicht vergessen, Privatfeuerwerk ist im Staat Alaska illegal. Besuchen Sie stattdessen eine öffentliche Feuerwerksveranstaltung. Sicherheit ist unser oberstes Gebot. Ja, alles voller Holz. Brennt gut ab. Öffentliche Mitteilung. Ihr Freund und Helfer ist nur der Ausgangspunkt. Unser Ziel ist es, ihr Vertrauen zu gewinnen. Gemeinsam sind wir stark. Hätte ich auch genommen. Ja, das fand ich jetzt wegen der Zeit am passendsten. Darum habe ich mich jetzt dafür entschieden. Das andere wäre vielleicht dann zu lang gewesen. Und was haben wir als letztes noch? Der Briefkastenräuber. Da brauchst du ja nie mehr ein Telefon. Kannst ja per Gedanken mit deiner verbundenen Person sprechen. Dallas Crossing Police Department Logo. Fahndungshinweis. In letzter Zeit kam es zu einer Reihe von Fällen von Postdiebstahlen rund um Dallas Crossing. Insbesondere in East Point und Alameda haben Anwohner gemeldet, dass Briefe und Pakete aus ihren Briefkästen gestohlen wurden. Das Dallas Crossing Police Department fordert alle Anwohner auf, wachsam zu sein und rät zur Anschaffung absperrbarer Briefkästen. Bitte melden Sie verdächtiges Verhalten unverzüglich. Hinweise zu potenziellen Verdächtigen bitte an Chief Brown unter. Rufen Sie diese Nummer an. Okay. Die Musik ist auch interessant. Those garbage cans are like the opposite of bear-proof. You know, it's actually really unhealthy for animals to eat our trash. Simmer down. We don't have time for a ranger rant. And I've got the Wildlife Channel too, you know. Ja, die werden immer schnüffeln und mal kurz kosten, aber sonst. Sag mal, kannst du wirklich nicht hier drüber gehen? Oh, come on, don't not. Hier, das muss doch möglich sein. Das hier wieder. Is that supposed to be Greg's? Oh, yeah. Well, no one knows for sure. The artist. Gold case. This is Greg's. Was that red warehouse part of the whole chicken farm business? You know it. It's a shooting range now. Ach, ja. Umgebaut, ja. Haben sie einfach umgebaut. Ha, herrlich frische Herbstluft. Hm. Vor Schreck. War es gerade wieder am Laden. Oha. Großen Schreck bekommen. Nächstes Jahr kommt ja auch wieder Sherlock Holmes als Game. Wieder auch in Teilen. Hm. Aber bin ich echt mal gespannt, wie das sein soll. There's nothing there. Ja, okay, ich wollte nur gucken. So, gehen wir mal hier hoch. Oh. Tarnmodus. Shit, where are you? Right here. Open the door. You took control of your destiny. Own it. Danke. Yeah, wir haben es geschafft. Leise zumachen. Wow. Durchsuche Eddies Büro. Bin ich ja gespannt.
Okay. Mhm. Ja, ja. Gut, dann gehen wir mal alles durch. If Eddie catches us in here, there's no turning back now. Ja. The police chief of Delos Crossing hosts charity events? Huh? Oh, yeah. The community social. He volunteered to help. And since he pretty much knows everyone, and more importantly, who's called the cops on who, he's in charge of the seating chart. Okay. Schauen wir mal hier. Hey Eddie, anbei, findest du deine Einladung für die jährliche Veranstaltung? Wie immer habe ich dir ein Plus 1 bewilligt. Für den Fall, dass du es irgendwann doch nutzt. Alles Gute, Elliot. Aha. Was ist das für ein Symbol gewesen? Gemeindeveranstaltung ehret die Ältesten. Sie sind herzlich eingeladen, am 34. jährlichen Festmahl und Tanz für die Ältesten teilzunehmen und Tlingit-Wurzeln unserer Gemeinde zu feiern. Donnerstag, 15. Dezember 2015, 1080 River Road, Huna. Und der Sitzplan. Let's put the Vekis next to. Can you not? Direkt nachdem ich das mit der Herbstluft geschrieben habe. Oha. Einer von den beiden Anfängen soll ja diese Woche gewesen sein. Meteorologischer Herbstanfang. Beiden. Und dann steht plötzlich jemand in der Tür. Ja. Da könnte man sich schon erschrecken. Er kommt bestimmt hoch oder so. You finding anything? No. Brown really wants everyone to know what a fine, upstanding citizen he is, doesn't he? He's a genuinely good person. And saying that here makes me feel even worse. Böse. Okay. Looks like this is where Brown keeps all his personal mail. Addison, guckst du, ob jemand kommt? You applied to a summer drama program back in 2009? I did, but they rejected me. Michael and I were supposed to go together. He went, but I was stuck here for the summer with no one but Justin Beaver for company. Why? Well, this letter says you got in. What the hell? So he just turned it down? I'm sorry, Allison. Shouldn't be surprised he's lied to me in the past. Was? Was zum Henker? Ja, böse, böse Tischecke. Aua. Der Schwung und die Kurve und die Geschwindigkeit. Genoa University, Akademie der Bildenden Künste, 12.04.2009. Miss Allison Ronan. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie für das Sommerprogramm Zeitgenössisches Drama der Akademie der Bildenden Künste an der Genoa University zugelassen wurden. Wir freuen uns bereits darauf, mit einer so passionierten Kandidatin zu arbeiten und möchten Ihnen ganz herzlich gratulieren. Sie können sich über die Webseite anmelden, über die Sie sich beworben haben und dort mehr über die für den Sommer geplanten Inhalte erfahren. Wir freuen uns darauf, Sie bald auf unserem Campus begrüßen zu können. Mit freundlichen Grüßen. Shannon Streep, Administratorin der Sommerprogramme. Was? Wie kann er dann sagen, dass das nichts geworden ist? Was ist das für eine Scheiße? Ist der bedeppert oder was? Klar ist der bedeppert. Wie kann man sowas weglegen? Why is Brown on a first name basis with the director of Fireweed? Oh. What'd you find? It's an invoice. Eddie Brown, you'll find and close the final invoice for resident Tyler Ronan. The Fireweed administration would like to thank you for all of the support you've given us over the years. I knew Eddie pulled some strings to send you there, but that's a lot of money. More backdoors and secret moves. Maybe he didn't want to make you uncomfortable. Well, now I feel like I'm in his debt. Okay, was ist so eine
Soll das der Zweck gewesen sein, dass der in der Schuld steht? Was hast du gesagt, direkt nachdem ich mich dran gestört? Ja, manchmal passt es eben, ne? Also, ich hoffe, du hast dich jetzt nicht großartig verletzt. Ja. Jetzt wird die Heilung gleich wieder darauf gesetzt. Rechnungsabschluss. Kontaktaktivitäten für den Zeitraum. 1.1.2012 bis 7.3.2012. ID 31213-4. Rechnung Raut TR-016. Rechnungsadresse Edward Brown. 96 Bell Square, Dillos Crossing, AK 7477. Zu zahlende Summe 3.257,60 €. Fälligkeitszahlung 25.03.2012. Wohnzentrum Fireweed, Finanzabteilung 1293. Diley Road, LOL, AK 77020. Schecks auszuzahlen und Fireweed, bitte geben Sie die ID auf dem Scheck an. Ja, da oben die. Unterer Teil vom Oberschenkel. Außen. Okay. War das richtig eine spitze Kante oder gerundet? Guthaben aus früheren Zahlungen 0,00. Angefallene Kosten im Berechnungszeitraum. Fixkosten 336,60 €. Krankenkasse 721 €. Wohnkosten 1.800. Mahlzeiten 400. Voraussichtliche Unterstützungsleistung, Stipendium der Huna Heritage Foundation 800. Nachricht, bitte leisten Sie die fällige Zahlung bis zum 25.03.2012. Aufgrund der vorzeitigen Entlassung werden Transaktionen bis zum 7.03.2012 anteilsmäßig verrechnet. Wenn Sie sich bei etwaigen Fragen, bitte sobald wie möglich an die Finanzabteilung. 25.03. Ja. Sehr geehrter Mr. Brown, beiliegend finden Sie die letzte Rechnung für den Bewohner Tyler Ronan. Die Fireweed-Administration dankt Ihnen für all Ihre Unterstützung in den letzten Jahren. Mit freundlichen Grüßen, William Emerson. Hätte der sonst andere Sachen bekommen? Zimmer, Behandlung oder wie? Looks like he's working with the Office of Child Services on the case. None of our business. Was haben wir hier so? Faxinformationen, Empfänger, Jugendamt, Empfänger, Fax plus 1523 gesendet, 1.11.15, 25.45. Anzeigename Edward Brown. Betreff eidesstattliche Aussage Howards, Referenz 3D8968. Anmerkungen keine. ID 21963288576599639778. Gesende von Edward Brown, Zustellungsversuch. 1.11.2015, 14:26 und 3 Sekunden, Zustellung erfolgreich. Aha! Jede Information zählt. Mein Rätsel zu lösen. Ja, das haben wir jetzt alles, Allison. Hier ist noch ein Bild. Ja, wenn es zu sauber ist, ist irgendwo Schmutz. How old is Brown? 38. Oh, wow. Graduated really young. Youngest officer to ever join the DCPD. What? Wir haben noch ein paar Sachen. Stimmt gesichert, oder? Nein, doch nicht. Hey, eine Sammelfigur! Cool! Huh. Hey, you. Ja, dann weißt du, dass wir wirklich hier waren. Der stattliche Elch. Though we are destined to burn, we emerge as stardust. Is that? Oh, no. Oh, yes. Burn it. Burn it with fire. Oder was? Ach so, das ist hier... Alles so geschrieben, hm? Teils, hm?
Oh ja, Ja, wenn es günstig trifft, dann haut das schon richtig rein. Okay. Are you sure you checked all the emails? Nein, Allison, ich habe nicht alle gecheckt. Warte doch mal ab. Ja, dann tut es weh. Are you sure you checked all the emails? Ja. Also, unter den Perseiden suche ich nach dir, mein Allweit im Drachenkopf. So reise ich allein inmitten anderer Sterne Schein. Doch habe ich Augen nur für dich und nicht für sie, und so schiebe ich sie aus meiner Milchstraße in eine andere Galaxie. Ihre Strahlen müssen weichen. Möchte ich dein Licht erreichen, und zwar erwartet uns das Feuer. Doch gehen wir daraus hervor als Sternenstaub. Und so schaffen wir ein neues Universum hier. Und es besteht aus dir und mir. Are you sure you checked all the emails? Ja. Interessanter Stoff. Wenn die Flamme frisch lodert, dann kann man das schreiben. Ja. Huh. Dallas Police Force is getting a new officer. Finally. This guy has a record, and not a short one. Why is he even in the running? Shh. Eddie has a really hard time hiring people out here. I don't think he has a choice. There's always a choice. Sammeln hier. Donald Mort. Fairbanks, Alaska. Kriminell Handel. Hm. 12.03.87. Ethnizität männlich europäisch. Straße 1 Fall. Bewaffneter Raubüberfall. Nördliche Bezirks von Fairbanks. Vergehen. 18.09.2015. Schuldig, 6 Monate Haft, 1 Jahr Bewährung. Beschreibung: Flucht vor Strafverfolgung, Aussage vor Gericht, nördliche Bezirks von Fairbanks. Klassifizierungsfass vergehen, ja. 4.2004, schuldig, ja. Besitz, Verwendung von Drogenzubehör, ja. Vergehen, Schuldbekenntnis, Strafe verhängt. Was soll das heißen? Mock. He might work. Ja, okay. Komisch aus. Are you sure you checked all the emails? Vita, Donald im Hört, Kontakt, E-Mail und Adresse, alles. Berufliche Werdegang, US Army Militär. Private for Class E3, Aufgaben. Verantwortlich für Vorgehen des Teams, Unterstützung in der Ausbildung von Untergebenen, Wartung von Ausrüstung, Sandwich, alles bei Metro. Sandwiches, ein Jahr. Aufgaben: Überwachung der Anfertigung von Sandwiches, Bedienung der Kasse zur Abwicklung von Transaktionen mit Kunden, Aufrechterhaltung der Moral, Ausbildung North Pole High School, Erhalt der mittleren Reife, 2000 Notizen von Eddie. Das taugt vielleicht. Entlassung unter ehrenhaften Bedingungen aus den Streitkräften der Vereinigten Staaten von Amerika. Hiermit wird bestätigt, dass Donald M. Hurt, Private First Class, US Army, am 26. April 2012 unter ehrenhaften Bedingungen aus dem Dienst für die Vereinigten Staaten entlassen wurde, unterzeichnet
J.H. Miller, Major. Aw, look at you. Allison Ronan, perfect daughter. Can we stay focused, please? Die Allison ist einfach perfekt. Sie ist eine Maschine. Jetzt haben wir T. Arbor, T. Veggie, E. Brown, APCC, D. Wilson. Wow, Brown looked at our file this morning. Wait, what? What does that mean? I don't know, but there's a reference number. R68653. Wenn wir fertig sind, kommt er bestimmt gerade hier rein. Und wir können gar nichts erklären. Hi Chief, wegen der Nachfrage zum Ronan-Fall. Die Akte wurde noch nicht digitalisiert, also kannst du die Originalpapiere zu anderen Referenzen zu dem Fall im Archiv finden. Die Transkripte zu Telefonaten wurden entfernt, aber du kannst die digitalisierten Telefonate über den Appendix finden. Gib Bescheid, falls du sonst noch etwas brauchst. Thomas Arbor, Dallas Crossing Police Department. Ach so, ein bisschen Wodka. Sehr fruchtig. Okay. Huh. Tom invited Eddie over for dinner? Oh, yeah. He's been trying way too hard to get Eddie's endorsement. Does he? Support Tom? He preferred staying neutral. Abendessen. Guten Morgen, Chief. Tessa und ich würden dich gerne am Donnerstag zum Abendessen einladen. Ich weiß, dass du ihrem Räucherlachs nicht widerstehen kannst. Wir haben ihn zwar nicht selbst gefangen, aber nichtsdestotrotz ist er tagesfrisch. Ich freue mich darauf, dich zu sehen. Thomas Veggie, Veni Vidi Veggie, Tom Veggie für das Bürgermeisteramt. Ja, der ist ganz... Ihr sagt jetzt gar nichts, oder er? Anti-Bias-Training. Guten Morgen alle miteinander. Bitte denkt daran, dass euer aller Anwesenheit am Mittwoch, dem 11. November um 13 Uhr erforderlich ist. Wir müssen alle teilnehmen, also sagt Bescheid, wenn ihr verhindert seid und ich mache einen neuen Termin. Wenn ich diesen Morgen bereits, wie ich diesen Morgen bereits erklärt habe, sprechen wir über sogenannten Bias. Es ist keine Strafe und steht auch nicht mit der Entlassung von Randy Spears in Verbindung. Wir können alle von dieser Diskussion profitieren, ungeachtet unserer persönlichen Umstände. Halt. Also scrollen ist so. Im Mail-Anhang findet ihr etwas Lesematerial, über das wir sprechen werden. Und ich bin für Rückfragen verfügbar. Chief Eddie Brown. Okay. Na gut. Erinnerung, Stadtratssitzung. Wir möchten Sie an Ihre bevorstehende Stadtratssitzung erinnern. Zeit Samstag, 5. November 2015 um 10 Uhr. Rotveranstaltungssaal des Stadtrats von Juno. Wir freuen uns auf Sie. Natürlich. Wo sind die Snacks? Ja. Leute, wir sind hier alle erwachsen. Wer auch immer ständig dreckiges Geschirr in der Spüle lässt, sollte lieber lernen, hinter sich aufzuräumen. Oder ich werde diese Person eigenhändig in die Spülmaschine stopfen, damit sie sehen kann, wie sie funktioniert. Mit freundlichen Grüßen, Maria Oliva, Dallas Crossing Police Department. Ja. Warte mal, was? Was sind alle geantwortet, du Genie? Mensch, wer hat der denn heute Morgen in der... Oh mein Gott, was ist das für ein Deutsch? Mensch, wer hat dir denn heute Morgen in den Kaffee gepisst? Oh nee, wer hat der denn? Oder warte mal, wer hat der denn? Ah doch. Oh, ich bin eine Nuss. Mensch, wer hat der denn heute Morgen in den Kaffee gepisst? Ja. Ah, man muss auch Sachen zugeben können. Eine schöne Tugend, die nicht jeder kann. One of his emails mentioned the archives. That's gotta be where our file is. Finde einen Weg in den Archivsaal, alles klar. Moment, kann ich hier was lesen? Nein. Lesen.
Finde einen Weg. Oh. Please tell me you know what the code is. To the highly confidential police archive? Then how am I supposed to open the door? I spent hours playing next to this room. I'd see people go inside all the time. The keypad does this little tune. Dum-da-dee-doo. Seriously? Go on, try. Oh mein Gott, dum-dee-dee-doo. Hallo? We should look up that reference in the archives. Oh, kann ich das nochmal irgendwo lesen? Das Dum-Di-Di-Doo? Das habe ich mir nicht gemerkt. That reference number is a good place to start. Let's hit the archives. Oh ja, warte mal, genau. Dafür. Also hat man hier sozusagen. Kann ich das nochmal hören von dir? Scheiße. How did that tune go again? Dum da dai du. Na super. Dum. Scheiße. Dum. Du. Hä? Das war. Nee, nee, das ist falsch. Kann ich nochmal? How did that tune go again? Dum da dai du. Oder wie gesagt, dann über die Referenznummer. Dum da dai du. Ja, genau. Also. I guess we should look up that reference in the archives. Unter Nachrichten. Ah, danke schön für den Hinweis. Da. Okay. Jetzt brauchen wir noch dieses Die. Nee, das brauchen wir nicht. That reference number is a good place to start. Nein, ich will das mal so probieren, ob das geht. Also die 1 ist das. Ja, 6-0 irgendwas 1. How did that tune go again? Das Die brauche ich jetzt noch. Braucht das Die. Wo ist denn das? Nein, scheiße. Mann! Nein! Na! Muss irgendwo oben sein. How did that tune go again? Dum-da-dee-doo.
dann da. Die sagt ja die, obwohl da die steht, ne? Ja, das hat er nicht ganz hinten an. Die ist die 4. Haha. Hab dich. Warte, jetzt gehe ich nochmal ran. Also 6014. 6014 6 0 1. Ne, Moment, habe ich das jetzt? Oh, ich hab's vertauscht, scheiße. 6041. 6041. 6 0 4. Ah! Shit! Nicht die 0, sondern die 1. Tune go again. 6041. Ja, 1. Yes. Haha. Danke. Oh. Jetzt sind wir hier drin. Looks like they're finally going digital. Oh, that's right. I remember Eddie complaining about this. They're gonna have to resort everything. Great. They've digitized their closed files, but only the ones before 1990. Meaning our file is still somewhere in those boxes. Perfect. A room of scattered case files and a half-ton sorting system. Yep. This is gonna be so fun for you. I'm gonna go keep a lookout. What? Why do I have to be the one stuck with box duty? Oh! Because if anyone sees me, I'll have a better excuse for being there. Reach out if you need anything. R68653. Look it up. Look it up, she says. Okay. Ich bin immer wieder überrascht über das Premium-Abo. Ich das voll witzig finde. Jetzt gibt es auch einen Button, wo man das wirklich durchführen kann. Wird auch direkt abgebucht, gar kein Problem. So, jetzt mal gucken hier. Irgendwas mit R hat sie gesagt. Was? Not this one either. Where's the damn box? Well. You know, it'd go a lot faster if you were here to help. Well, it'd go a lot slower if we got caught. So. Naja, good point.
R, hier ist irgendwas mit R. Warte mal, da gucken wir kurz die anderen trotzdem an. Was? R68. War das schon eins hier? Soll es eine 8 sein oder ist es eine 6 und der Kleber verdeckt das, warte mal. Ja, 66. Okay. Hier, 6-8. So, Moment, ja. Moment. Kann ich es noch... okay. Geht es echt nicht mehr? Oh, jetzt habe ich das nicht gelesen nochmal. Scheiße. Nein, ich kann das nicht nochmal machen. Scheiße. Jetzt habe ich das verpasst. Naja, gut. Mann, ey. Search by keywords. What should I look for? I don't know. Mary Ann Ronan, March 1st, 2005. Okay. Whoa, was? Okay. Machen wir erstmal Autopsie. Kann ich jetzt wie lesen? "24-Stunden-Bericht, Tötungsdelikt, Opferinformation, Zusammenfassung des Verbrechens." Datenvorstrafenregister. So, Mozzarella ist geschnippelt. Oh, Mozzarella, das ist Feines. Groß oder die Kleine? References 05 R62 766. Achso, R61, ja, warte mal. Okay, I need to check out
Eine größte Kleinverarbeit, ja. R61, irgendwas mit einer neuen, ja. Ich muss erstmal nur noch R61. Was ist das jetzt hier? R66? Was mit 05? Warte mal, hier. Ah, hier ist es doch, oder? There. So, diesmal mache ich das aber mit Lesen. Sonst ist es wieder weg. Kriminalbericht. Berichtsinhalt: Tötungsdelikt. Opfer. Name: Marianne Ronan. Ethnizität weiß, Geschlecht W, Größe 1,68, Gewicht 62 Kilo, Alter 41. Geburtsdatum 8. Juli 1964, Führerschein 6584769, Fremdsprache keine, Beruf arbeitslos, Tatort 12, Canary Road, Dallas Crossing, AK. Ja, aber die ist ja trotzdem tätig gewesen. Datum und Uhrzeit des Vorfalls 1.3.2005 ca. 22 Uhr. Datum und Uhrzeit der Meldung 1.3.5 ca. 22.29 Uhr. Opfer bedrohte eigenes Kind auf dem Pier mit einer Waffe. Kind attackierte das Opfer mit einer Schere, woraufhin dieses in den See fiel. Mitarbeiter im Dienst, Initialen, Nachnamen, Seriennummer, Rang, Details: A. Brown, 1665, Detective. C. Holt, 1489, Detective, beteiligte Person, R1, Name der minderjährigen geschwärzt, Ronan Weiss, 7.3.94, Adresse 12, Connery Road, Dallas Crossing, ID, TXB09L, W1, Name der minderjährigen geschwärzt, Ronan Weiss, 7.3.94, was? Connery 12, das ist... ID ist anders, TXB66U, Beweismittelauflistung. Gegenstand 1, Menge 1, Artikel Schrotflinte, Seriennummer 3594355. Zugelassen auf Samuel A. Kansky, Marke Asia 3121, Modell 9mm, sonstiges dunkles Holz. Samuel A. Kansky, okay. Found a summary of everything. Wow, this is a real detective novel. Brown's quite the wordsmith. He's not a writer, Tyler. Hm. Könnte sie sein, ja. Hm. Das war sie auch. Fallschilderung. Zusammenfassung des Verbrechens. Am 1. März 2005 gegen 22 Uhr verließ das Opfer Marianne Ronan, eine 41-jährige weiße Frau, ihr Haus und betrat ihre Garage, um eine 9mm Schrotflinte der Marke Rassler 3121 zu laden. Kurz darauf betrat ihr Kind, Name der Redaktion geändert, Ronan, 11 Jahre alt, die Garage, um seine Mutter den neuen Harschen zu zeigen, dass er von seiner Schwester, anderer Name, Ronan, erhalten hatte. Der Zeugenaussage von Name Ronan zufolge reagierte Marianne auf den Haarschnitt mit einem Wutausbruch und bedrohte Ronan mit der Schrotflinte. Ronan floh aus der Garage in Richtung des Sees und rief laut um Hilfe. Marianne folgte ihr nach wie vor bewaffnet auf den Pier auf der Südseite des Grundstücks. Uiuiui. Vom Lärm alarmiert begab sich Zeugin Ronan ebenfalls aus dem Haus in Richtung des Piers, wo sie beobachtete,
wie Ronan von Marion bedroht wurde und mit der für den Haarschnitt verwendeten Schere auf sie einstach, um sich selbst zu verteidigen. Aber in der einen Sequenz war das gar nicht der Fall. Beide Zeugen sagen aus, Marion Ronan habe zu dem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren und sei in den See gefallen. Um 22.29 Uhr erhielt Officer Christian Holt, Dienstnummer 55899 des Dallas Crossing Police Department, einen Anruf von Ronan, in dem Vorfall geschildert wurde. Streifenpolizist Jay Chun, Dienstnummer 5622, wurde an den Tatort entsandt. Chun riegelte den Tatort ab, öffnete ein Tatortprotokoll und versuchte die beiden Jugendlichen, alles hier geschwärzt, Ronan, eine ausführliche Beschreibung findet sich in ihren Aussagen. Puh. Benachrichtigung der Ermittler. Am 1. März 2005 benachrichtigte Officer Christian Holt seinen Partner Officer Eddie Brown per Telefon über den Vorfall, bevor sich beide zum Tatort begaben. Ermittlungen. Holt und Brown erreichen den Tatort gegen 22.58 Uhr. Sie stellen fest, dass sich der Tatort vollständig außerhalb des Hauses befand. Die Connery Road ist eine abgelegene Straße, auf der sich hauptsächlich einige Anwohnerhäuschen befinden. Die Ermittler bemerkten eine geladene Schrotflinte der Marke Rassler auf dem Pier. Es waren keine Schüsse abgegeben worden. Sie wiesen das forensische Personal an, die Gegenstände zu sichern. Die Ermittler sprachen mit den Zeugen und Ronan. Ronan sagte aus, sie habe sich in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss befunden, als sie Schreie hörte. Sie sei die Treppe heruntergelaufen und habe dort durch das Küchenfenster und ihre Mutter Marianne am Pier gesehen. Habe versucht wegzulaufen, doch Marianne habe gedroht zu schießen. In Aussagen beider Zeugen zufolge soll sie gesagt haben, ich bringe dich um. Stach dann bei dem Versuch zu entkommen mit der Schere auf die Mutter ein. Marianne verlor das Bewusstsein und fiel ins Wasser. Beweismittel, Gegenstand Nummer 1, Rassler 31219 mm. Weitere Details finden Sie im forensischen Bericht. Es klingt aber jetzt wieder so, als wäre es eigentlich genau andersrum, wie es zuerst erzählt wurde und nicht, wie es eigentlich wirklich war. Es sei denn, das andere war der Traum und das andere die Realität. Das ist echt interessant. Ach, Informationen, okay. So, was haben wir hier noch? Kinder? Was hat er gerade hier gesagt? Ach, haben wir schon abgehakt, alles klar. Bingo. References 0501COM. 0501C. Die Musik. Sent to the Office of Child Services with the subject Ronan family. What? There has to be more to this. Just keep looking. Faxinformation, Empfänger Jugendamt gesendet und so weiter.
von Edward Brown betrifft eidesstattliche Aussage von mir Ronan. Ja. Aber war das wegen Tyler selber oder wegen der Mutter dann, weil sie den irgendwie abgelehnt hat oder so? Ach du Scheiße, kommt die Treppe hoch? Oh, Hex, no. Halt ihn hin. Was? Bring ihn in sein Büro. Ja, okay. Tell him you need to talk in his office. Ach so, ich muss noch an den weiter an den Rechner, ja. Was? Null fünf R sechs drei. References 05 R 63 3 was 05 R 63 ja danke. Fünf R 63. Nur 5 R 66 habe ich, aber nur 5 R 63. Null acht. Wo ist denn das Ding? Not this one either. No, that's not it. You finding anything? Just give me a minute. It's a mess in here. Come on, we need to hurry. Ich finde das nicht. Wo ist denn das, Mann?
Und der Mausoleum, da ist jemand auftaucht, ja. Müsste ja sein. Nope. Not this one either. No, that's not it. Nope. Well. Not this one either. No, that's not it. Are you finding anything? Nope. Not this one either. No, that's not it. Nope. Well. Not this one either. No. Das gibt's gar nicht hier, das Ding. Not this one either. Where's the damn box? You finding? No, that's not it. Nope. Well. Not this one either. Das gibt's gar nicht, das Ding. So scheiße. Got something. Was? Bingo. Okay, I need to check out 05 R63 325. No, that's not it. Keine Ahnung, was ist. Ja, eine 5R63, ist schon klar. Ich hab doch jetzt schon. Ich bin komplett durchgegangen. Wo ist diese Dreckskiste? Was? Was war denn das? Was war denn das jetzt hier? Irgendwo? Ja, klar, plötzlich bist du da. Ja, ist schon klar. Well, that's a picture you definitely don't want to keep. Anweisung für das Vorübergehen zur vorübergehenden Ingewahrsamnahme oder Unterbringung durch das übergeordnete Gericht des Staats Alaska AT. Fortführende Unterbringung von Ronan. Aha. Minderjährige Person unter dem Alter von 18 Jahren. Mhm. Aufgrund vorliegender Umstände, die die Unterstützung der ausstehenden Petition begünstigen oder aufgrund eines Verstoßes oder einer Unterlassung der Minderjährigen in Bezug auf eine Bewährung Verhaltensauflagen. Das Gericht befindet bei der überwiegenden Beweislast, dass eine Ingewahrsamnahme oder Unterbringung außerhalb des Wohnsitzes eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten zum Schutz der Jugendlichen oder anderer Personen notwendig ist. Hm. Vielleicht weiter oben. Hm. Also ich habe alle auf jeden Fall bei der vorherigen Runde durchgemacht. Der hat zu jedem gesagt, nein, nein. Und plötzlich war ich vor dem Tisch, habe mich gedreht, dann kam kurz diese andere Anzeige, dann habe ich geguckt, dann tauchte die nie mehr auf. Dann bin ich wieder an die Kiste gegangen und plötzlich war das die richtige Kiste. Quatsch. Es wird somit angeordnet, dass die minderjährige Person der Obhut der Abteilung für Jugendstrafrecht zu dem Zweck einer Unterbringung in einer geschlossenen oder gesicherten Einrichtung dem Wohnzentrum Fireweed für verhaltensauffällige Jugendliche unterstellt wird. Es liegt im eigenen Ermessen der DJJ, die minderjährige Person oder einen weiteren Gerichtsbeschluss zu entlassen. Weitere Anweisungen, die das obenstehende wird durch mündliche Erkenntnisse unterstützt, die zu Protokoll gegeben wurden und in den Unterlagen des Sachbearbeiters enthalten. Oder anderweitig wie unten aufgeführt sind. Anweisungen zur Ingewahrsamnahme oder Unterbringung. Empfohlen am Datum des Inkrafttretens 18.03.2005 Gerichtsvorsitzender A. Benjamin. Hm. Richterin Erika Wright, ich bestätige die Übermittlung einer Kopie dieser Anweisung an mich Anwalt, Elternteil, Erziehungsberechtigte.
Einrichtung zu unterbringen oder in Gewahrsam nahme. Sachweiler Curtis Davis. Okay. Aha. Oh Gott, wie viel brauchen wir denn noch? Ist alles abgehakt? Halt. Delos Crossing Police Department. Hello? Hello? Hello, I can hear you. It's my mom. She fell in the water and she's not coming up. Okay, where are you now? Home. We're home. Are you alone? Where's your dad? It's just me and my sister. All right, honey, can you give me your address? 12 Cannery Road. Please, hurry. Just stay right where you are, okay? We're sending someone out to help you. Don't hang up! Okay, das muss man noch hören. Das hatte ich noch nicht aktiviert. Ah! Geben Sie Ihre Notfallansicht nur noch im Sender 50. Fand eine Aufzeichnung des Notrufs der Zwillinge. Okay. Schön. Aber wir sind noch nicht fertig. Ah! Additional we should interview while we're in the area? Yeah, Samuel Kansky is a close friend of the family. Uh-huh. K-A-N-S... K-Y. Great. Your caseworker, Sandy Black, will be arriving on March 5th. She'll drop by the station first thing in the morning. Mrs. Prue, how worried should we be? I really can't say until I have a full picture of the situation. Of course. Well... Have a good afternoon, Mrs. Prue. You too, sir. I just listened to Brown chatting with OCS. He really did it. He reported her. What if he was just a go-between? He might not have had a choice. We need to keep digging. Schon interessant. Okay. Vorfallsbericht, Autopsiebericht, ja, warte mal. Kinderverwahrlosung. 2005. Reference is 2005-201546. Not this one either. Where's the damn bear? Wait, what the hell? Tessa accused her of child neglect. Was, Tessa hat ihr Kinderverwahrlosung angehangen? Ja, danke dir, ich hab's schon gefunden. Dallas Crossing Police Department, Vorfallsbericht. Diebstahl. Geschäft, Laden, Diebstahl. Tessa Veggie. Am 31.01.2005 gegen etwa 10.45 Uhr betrat Mary Ann Ronan das von Thomas und Tessa Veggie geführte Geschäft Veni Vidi Veggie.
Mrs. Veggie gab an, sie habe Mrs. Rowland etwa 10 Minuten lang die Regale durchstöbern sehen und dabei nebenher mit ihr geplaudert. Mrs. Veggie gab an, sie habe zu dem Zeitpunkt hinter der Kasse gestanden und Rowland nicht die ganze Zeit über den Blick gehabt. Veggie sagte aus, dass diese 10 Minuten haben Rowland... Was? Sagte aus, nach diesen 10 Minuten habe Rowland sie gefragt, ob sie Rauchspiralen zur Mückenabwehr im Angebot habe. Veggie erklärte Rowland, dass dem nicht so sei, aber sagte aus, dass diese Nachfrage aufgrund der winterlichen Jahreszeit als merkwürdig empfunden zu haben. Anschließend verließ Rowland den Laden, ohne etwas zu kaufen. Veggie gab an, etwa 5 Minuten später an den Regalen vorbeigegangen zu sein, an denen Rowland sich aufgehalten hatte und das Fehlen einer Packung Waschpulver bemerkt zu haben. Veggie bekräftigte, die Regale erst kurz zuvor aufgefüllt zu haben und dass an diesem Morgen niemand sonst den Laden betreten hatte. Miss Veggie sagte aus, sie habe Rowland bereits früher des Ladendiebstahls verdächtigt, insbesondere in der Gesellschaft und womöglich auch mit der Hilfe ihrer beiden Kinder. Miss Veggie gab außerdem an, Grund zu der Annahme zu haben, Rowland machte sich der Kindesverwahrlosung schuldig. Sie essen nichts und sind aller Art von unangemessenen Einflüssen ausgesetzt. Veggie hielt es für möglich, dass die Kinder in dem Haushalt Misshandlungen irgendeiner Form ausgesetzt seien. Ach du Scheiße. So, da müsste jetzt noch eins fehlen. Ne? Tessa's name came up. Search for her. Ja, warte mal. Tessa? Ach, hier. Wow, das ist echt... Ah, Spital. Oh. R68 Misk. Okay. I need to check out 05 R6 MISC. Oh, wie läuft denn der? Der läuft immer so komisch, das nervt mich total. Mann, ey. Oh, die Kamera, ey. R68 MISC. Naja, wenn es dann so. Ich sehe gerade, ich kann die hier gar nicht mehr anwählen. Nur noch das hier. Das muss ja hier irgendwo sein. Misk. R66 habe ich hier, R68. Oh ja. Nope. Not this one either. Where's the damn box? Well. Oh, ist das umständlich, Mann. Okay, here it is. Huh. Why is that here? Was ist das? Klinik Ronan. Gehirnerschütterung. Beschreibung der Symptome: Druckgefühl im Kopf, Kopfschmerzen, Bewusstseinsverlust, Übelkeit, Schwindel, Krankenhausentlassung. Ich, Patient.
Tessa Welchi entlasse, sagen wir hiermit aus der Haftung. Zügig der Entlassung des Patienten entsprechend dieser Erklärung. Ich habe diese Erklärung gelesen und verstanden. Aha. Jetzt für den raus oder für die jetzt direkt? Die war die Patientin selber, ne? Habe jetzt nur aufgeschrieben, was du gesagt hast, da du zu schnell weggedrückt hast. Da. Ja, alles gut. Puh. Okay, ja. Oh. I'm sorry, Tyler. I couldn't stop him. He's coming your way. Oh, Hex, no. Get out. Uncle, we didn't mean I'm to... I'm not gonna repeat myself. You're a goddamn hypocrite. I said move it! Hey! Get off me! Rather spend the night here? Come on! I said don't fucking touch me! Go on! And consider yourselves lucky, your family. Ist das nicht der echte Onkel? Ist ja nicht Familie. You want to talk about family, Eddie? Oh, jetzt hab ich's getrennt. Family calls social services when you're having a hard time, huh? And then breaks the law to gloat that you're gonna lose your fucking kids. It's your fault she lost it, Eddie. You and Tessa and everyone else in this goddamn town. Okay, let's talk. Ja, das war die richtige Entscheidung, trotz Trennung. The winter before your mother's death was hard. Delos Crossing was snowed in for months. Most roads were closed and plane supplies were scarce. Everyone was struggling. Especially Marianne. Yeah. She was always just scraping by. And that winter left nothing to scrape up. Even if locals had found time to help her. You know, I'm not sure your mother would have accepted. You're saying Tessa reported her mother because she was having supply issues? Tessa came to me because she was honestly concerned. Right. I was legally required to report Tessa's complaint, even if I didn't agree. So you took her word for it and called Child Services. Failure to provide adequate food, lack of appropriate supervision, inattention to a child's psychological care. Like it or not, she had a case. What? It's bullshit. Just following the law, then. Right. Is that why you came over that day, before she died? You felt shitty, didn't you? That's why you broke procedure? I had to warn her that it was happening and that it wasn't looking good. An assessment worker had been assigned and started doing background checks. What else was I supposed to do? Always telling each other the truth was our number one rule. Still is, little moose. And yet you still lied. I didn't want you two putting yourselves through unnecessary hurt. But you're adults and that was your choice to make. I'm truly sorry. Thank you, Uncle.
Nee. What? That's bullshit. He didn't forget to water your goddamn plants. He lied. You know what? Never mind. Eddie, you keep trying to point your finger at Tessa, but you have to take responsibility for your part in our mother's death. I've asked myself over and over for the past 10 years what I could have done different. I know I made a big mistake with you two here. And you've got every right to be angry. Being a father, well, it's a pretty tough job. I've tried my best. And I'd like to try my best with you too, Tyler, if you want it. Das möchte ich auch mit dir versuchen, Tyler, wenn du willst. Na gut, er macht das Angebot, also würde ich nicht unbedingt komplett ablehnen. Aber nicht über Nacht, das stimmt. Ich nehme das. Ah, guter Wille, dann gibt es auch was Gutes zurück. I'm open to getting there. Yeah, verbunden. But it's gonna take some time before we're a big, happy family. I respect that. It's hard work rebuilding trust. Trauen muss man verdienen. You've got a place here whenever you need it. Ich weiß trotzdem nicht, wie das der Onkel irgendwie in dieser Verbindung sein kann. Ah, da freut er sich. Group hug? No. Absolutely not. All right, I'm really gonna have to kick you out now. No rest for the wicked, huh? Oh yeah, I'm as wicked as it gets. I'll see you both later. Na sowas. Würde ich auch nehmen, ja. Genau. Verlass die Wache. Okay. Gehen wir hier wieder raus? Ja, wir müssen vorne raus, ja. Well, that went better than I was afraid it would. You two on your way out? Yeah, we've got stuff to do. You ready, Allison? Yep. Let's roll on. Well, don't be a stranger, Tyler. Sure. See you around. See you later. Mm-hmm. Best you be going, son. Allison. What? You feel like shit. How can you tell? Because I feel like shit. Yeah. What are we gonna do about Tessa? Nothing. Look, we're not gonna do anything. That's enough, Tyler. Talk to Tessa. Why? What are you looking for? What are you expecting her to say? I thought she loved us. Really? Chief Brown, is it true? Is she? Oh my God. Children, I... Tessa. Tessa, you need to leave. Come on, kids. Everything is going to be all right, okay? You're going to be okay, I promise. Go home. You can't be here right now. Oh God. Hervor und Krönchen richten. Ah ja, das ist schön. Hm.
Kalter Fall, 7,58%. Entdecke Informationen über Marianne's Vergangenheit und ihren Tod. Yes! Im Schnee ein Kaffee, olé. Oder Tee. Ist auch okay. Tessa's gotta be around somewhere. I think I'm hearing something. Well, oh, wir machen gleich Schluss. But given who is here, we can't count out the rapture quite yet. I need to take a breather. I'm gonna do a bit of shopping. You look for Tessa, okay? On it. Wie sie hier vorbeiläuft. Niemand kann mich recht, das Eber. Was, wieso hat sich das Eber hier eingeschlichen? Ich habe jetzt gar keine Sammlerstücke mehr gefunden. Oh Gott, ich habe wahrscheinlich schon so viel verpasst. The stalwart moose is a kind and loyal animal. He always criticizes the goblins for their tricks, but he actually likes them. ja, wenn man das wüsste. Ach. We could use some of that at the house. Doing some shopping? Just looking for the woman who runs the place. The shopkeeper's wife? Can't say I've seen her around. So, I heard you were shooting moose outside your permit area. Not really any of your business now, is it? Come on. I'm not gonna report you, but it's a shitty thing to do. I think it's time to finish up your shopping and move on, brother. Yeah, I'll do that. You two just can't stay away, huh? Unfortunately. We're looking for Tessa again. She took off about half an hour ago. Sorry. Do you know if she'll be back soon? I don't know if she's even coming back. No one tells me anything. How about Tom? He busy? He's been in the office all morning, so who knows? But it's Tom, so it's probably safe to interrupt him. Okay. I thought you were working at the diner today. No, I switched shifts because I wanted to get some sleep. But it turns out I was also scheduled to work at the store today. Michael, how do you always end up double booked? Because I'm too much of a badass to read a schedule. You're gonna work yourself to death, you know? Yeah, well, I can't really turn the money down. A security deposit is gonna be a bitch. I have no idea how I'm gonna get my half together. Selling blood's a thing, right? You worried about the house? A little. And I had to turn down an appointment with the only interested buyer we've gotten. Well, girl, you're lucky I'm picking up the extra shifts then. Die Elsen. So what have you two been up to today? Och, weißt du... We went by the police station. Found Marianne's file in the archives.
Man, I feel kind of weird asking a follow-up to that, but, you know, if you need to talk about anything. Where to even begin? Turns out, Tessa reported our mother to social services. With Chief Brown's help, of course. It's a messy, confusing situation all around. Which is why we want to talk to Tessa. Oh, wow. I'm sorry. How's Allison? She's dealing with it. We both are. Yeah. Im Kühlschrank konnte ich noch was machen, okay. You all right? Yeah, just clearing my head a bit before I talk to Tom. Hey. You all right? Yeah, just clearing my head a bit before I talk to Tom. Stripes candy? Never heard of it. We could use some of that at the house. Moment, wer ist denn jetzt hier vorne? Niemand? Enough signatures. It should have at least been enough to stall construction while we figure out our next move. Well, why don't we schedule a meeting with the Alaska Wildlife Foundation? Try to get their support. Look, Harold, I have to go. We can pick this up at the meeting. I should be on my way over soon. Hello, Tyler. Can I help you? Hey, I hope this isn't a bad time, but is Tessa around today? She had to step out for a family matter. This wouldn't be something I could help with, would it? Yeah, maybe, actually. We were over at the police station, and we took a look at Marianne's case file. Okay. Why did Tessa come to the police station that night? She was looking for you two. To make sure you were okay. When she heard what happened, she was a mess. How exactly did she hear about it so fast? Can't remember who called, but you know how it is. No news travels faster than a secret. Everyone knew 5 minutes after Brown was on his way out. Ja, aber wer war denn das denn? Tessa reported Marianne to social services. Did you know? Vaguely. But I didn't get involved. I didn't think I really had anything to add. You never thought to mention it? Well, no. I'm not sure how a thing like that would have come up. And I didn't want to rub salt in any wounds. Huh. How about when we were in the store yesterday asking about it point blank? That was between you and Tessa. I try to stay out of other people's affairs. Okay. Thank you. Look, I'm sorry if you felt resistance from people around here. To put it mildly. Allison, you know this better than anybody. But your mother's death left a scar on this community. Now, I won't claim we went through anything close to what you did, but it was a cruel reminder of the limits of trust. Well, if we want to get past the limits of trust, we all need to face what happened, which means being completely honest about it. We all want to find peace, kids.
It's just harder for some people to talk about the past. Now, you let me know if you have any other questions, okay? Hey. Yes? You said I should remind you not to be late for your meeting, so don't be late. Yep. I'll be on my way in a minute. So, kids, was there anything else you two wanted to talk to me about? Did you ever hear any rumors about our mother? Like, who her father might have been? I'm not exactly a rumor monger. Your mother was close to a few men, but whether they were your father, I couldn't say. But look, I'm sorry. I really have to go. Michael, could you finish up the storage room and then just close up? Yeah, sure thing, boss man. See you later. You two want to help a brother out, spend the afternoon here working for free? Why not? We came here to talk to Tessa, and she's not here. She's at the cemetery, visiting her parents. Oh. Hey, tell you what. Why don't you guys help me close the store, and then we can drive over together? I've been meaning to pay my uncle a visit. Can't we just wait for her to come back here? I'm not really excited about going there. Allison, we don't have to visit her grave. I'm gonna start working in the storage room. Tyler, join me when you're done. Sure thing. Just give me a sec. Puh. Okay. Das wird nochmal richtig intensiv. Und ja. Hilf Michael, den Laden zu schließen. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Und ja. Ja, genau, Allison. Aber ansonsten war es schon auf jeden Fall interessant mit den Sichtweisen. Das heißt, wir haben den Sam. Da muss ja noch irgendwo jemand sein. Und der noch irgendjemand, das wird bestimmt der echte Vater sein. Aber warum hat die sich dann so entschieden, sich so zu verhalten? Das würde mich echt gerne mal interessieren. Aber die ganz großen Geheimnisse, die den Dreh beinhalten, werden wir erst in Episode 3 sehen. Episode 2 schlägt den Übergang. Gut. Ja. Okay. Gamer-Freunde, Ladies, das war's jetzt für die Abendrunde. Wir sehen uns bei der nächsten Live-Schalte wieder. Und ja, dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Ansonsten das darauffolgende Stream-Event wird dann die mit Sicherheit finale Folge sein von Made of Scare. Mit einer keksigen Überschrift. Und ja. Und dann schauen wir einfach mal. Bin ich sehr gespannt. Ich habe, wie gesagt, so eine Theorie, dass die Elisabeth, dass es dann nochmal einen ordentlichen Dreh mit gibt in der Geschichte. Aber das werden wir sehen, wenn wir dann an der Stelle sind. So. Also kommt der 19. Tag wohl erst morgen. Ha, ja. Na dann, schon mal gute Nacht und schlaf gut. Ebenso, wünsche ich dir auch. Komm gut durch die Kissen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen, fürs Bewirten. Und ja, kommt richtig gut rein ins Wochenende. Ende. Und das machen wir jetzt auch. Wir beenden das Ganze. Ich hau das dann noch auf die Tube hoch, wo es zum Glück niemand findet. Und das war's jetzt. Dankeschön fürs Dabeisein. Macht's gut. Und